Hier sehen wir noch einmal zur Erinnerung. Das Hüpfen, das heisst, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung, es ist bestens, es kann losgehen. Und hier Federn aufstellen, das heisst, ich bin bereit, es kann losgehen, ich bin bereit. Es ist ungefähr 3 Wochen gegangen, wo auf diesem Teich nichts war, gar nichts, kein Bläschen. Und nachher, am Mittag, ist Seien da, mir die Jungen zu zeigen. Das ist extra vom Ufer, der sie gebrütet hat, zu mir rübergeschwommen, für mir die Jungmannschaft vorzuführen. Natürlich haben wir sie geglaubt. Wahnsinnig hübsche Kinder hat sie und sie war wahnsinnig stolz gewesen. Und dann hat sie gezeigt, schön vor mir, wie sie es durchfuttern. Da war nichts drin. Der Kleine hat es gemerkt und hat es nicht genommen. Sie hatte 4 Junge. Und auf diesem Teich, das war ein Blütenstaub von einem Baum, glaube ich. Das hat zeitweise ausgesehen, wie es geschneit hätte. Und sie hat nachher einfach die Sämli, die drinnen waren, in diesem Flum, den Jungen verfuttert. Oh, was macht sie? Die sind einen Tag alt, die können immer noch nicht so viel falsch gemacht haben. Und du hast sie schuppen, ganz verrückt. Also, das ist eine Rabenmutter. Noch mal das an. Also, nein, nein. Sie hat jedes im Gring gepackt. Da haben wir nachher gesehen, warum sie das macht. Sie hat den Kleinen auf den Kopf verbrochen, das heisst ins Maul, für eine wahrscheinlich ihre Magenbakterien zu geben, damit sie die Sachen, die sie noch gefuttert hat, auch können verdauen. Und der hat ziemlich viel Magensäure auf den Kopf bekommen. Und jetzt muss es waschen. Da hat sie etwas entdeckt. Es ist etwas aufgetaucht aus dem Wasser und da ist sie sofort hergegangen. Für die Jungen zu beschützen. Hier sehen wir, es ist aufgetaucht vorne. Irgendeine Gefahr. Auf alle Fälle tut sie unheimlich aufpassen auf die Kleinen. Ist dort noch einmal aufgetaucht? Das ist gerade sofort schauen. Und hier haben wir gesehen, was es ist. Es war ein Krickhänd. Es war. So, ist auch wieder alles gut, das ist okay. Aber sie geht sicherheitshalber noch einmal durch die Schilfe schauen, ob nicht noch einmal etwas kommt, das stören oder wo eine Gefahr könnte sein. Und kurz darauf runter ist schon alles vergessen und sie tut weiter futtern, wie wenn nichts wäre gewesen. Hier führt sie ihnen vorführen, dass man sich einfetten muss. Wenn sich Enten oder in einem Bläshühner nicht einfetten, die Kleinen, dann werden sie nass. Und wenn sie nass sind, dann können sie sinken. Also dann schwimmen sie nicht mehr. Darum ist das sehr, sehr wichtig, dass sie ihnen das am Anfang schon am ersten Tag sehr gut zeigen.
Das ist ein Vierfleckli-Bälle. Und hier haben wir einen kleinen Käfer gesehen. Ist etwa 3-4 mm lang. Tut die Fühler putzen, damit er gut kann, schmecken kann. Ich glaube, er hat etwas entdeckt. Er hat etwas wittern. Ich muss ihn nochmal feststellen, von wo das es kommt. Und das ist da die Dame, die er entdeckt hat. So, geht er gleich Bekanntschaft machen. Ei! Aua, was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich wollte dir nur zeigen, wie du herstehen musst, damit das mit dem Sex klappt. So muss das gehen. So musst du herstehen. Ei, das habe ich gemerkt. Ich habe doch gar nichts gemacht. Also ich habe das Gefühl, du hast gebissen. Ei! Aua! Das bist du gewesen, ich habe das gesehen. Ich zeige dir, zeigen, du sollst dich drehen, sodass das mit dem Sex klappen kann. Und du musst ganz gut aufpassen, so macht man es. Ei! Ich habe dir doch gesagt, du sollst dich drehen. Ich wollte dir nur zeigen, wie es geht. Du musst dich halt besser ausdrücken. Ich habe es ganz genau gezeigt. Aua! Ei! Also, du solltest wirklich ein bisschen besser schauen und mir nicht gerne ins Vödel beissen. Du musst halt ein bisschen klarer sein. Natürlich ist es so, dass es einen realen Hintergrund hat, warum das also so abläuft. Das läuft bei diesen kleinen Warzenkäfern immer so ab. Er tut das Hinterteil präsentieren und dort gibt es ein Sekret und das soll Seien paarungsbereit machen. Und das ganze Ritual kann eben bis zu einer Stunde gehen? Und manchmal klappt es nicht, dann fliegt sie davon und er sucht sie jetzt. Wo ist das doofe Hühnchen her? Einfach davon geflogen, jetzt Vödel beissen und dann davon fliegen, oder? Sucht wie wild. Voilà. Da haben wir einen Erdhummel. Er war schon super fleissig. Ja, schau mal die Hose. Sehr schöne Hose. Hey, alles hat das Bein gestrichen. Das ist eine Sichelwanze. Sie haben ziemlich einen langen Rüssel und den brauchen sie auch, weil sie fressen Mückchen und andere kleine Insekten. Das wär's. Bis dann.